Damit eins ein für alle Mal klar ist. Wenn hier jemand die Spielregeln bestimmt, dann bin ich das. Das gefällt mir, wenn du abweisend bist. Wenn ich Lust auf dich habe, dann werde ich es dich wissen lassen. Es ging wahrscheinlich gar nicht um den Raum. Eben, ist doch lächerlich. Da steht ein ganzes Leben zwischen uns, aber das wird schon, das braucht nur seine Zeit. Mama? The morning painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Richtig gesehen? Der Krankenwagen eben, kam der hier aus der Auffahrt? Ja, meine Mutter. Johanna? Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Ein Schwächeanfall. Sie hat mir ein Kreuzfahrtticket gebracht. Ja, sie fand es eine ganz tolle Idee. Und Sie haben wohl nicht gewollt, oder? Ganz genau. Ich bin sogar richtig sauer geworden. Und habe ihr gesagt, dass ich ausziehen will, aber wahrscheinlich hat sie das gar nicht gehört. Naja, dann ist sie einfach zusammengebrochen und ich habe mich fürchterlich erschreckt. Ein Kreislaufkollaps? Nein, der Notarzt meinte, es wäre ein verschleppter Virus und vielleicht dehydriert. Ja, das kann gut sein. Denn außer Tee trinkt ihre Mutter nicht sehr viel. Ich habe das in Australien gelernt. 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag. Ist manchmal ein bisschen lästig, aber es muss sein. Sie wollte nicht, dass ich im Krankenwagen mitfahre. Vielleicht hat sie doch gehört, dass ich ausziehen wollte. Ach was. Ich glaube, sie wollte nicht, dass ihr Sohn sie so elend sieht. Ach, das ringt sich alles wieder ein, ganz bestimmt. Aber damit nicht noch mehr Jansens einen Schwächeanfall kriegen, mache ich jetzt erstmal ein richtiges Frühstück. Okay? Na los, kommen Sie. Gut. Und du? Was hast du heute vor? Nichts Besonderes. Ich werde die alten Kunden anrufen und fragen, ob sie Arbeit haben. Akquise. Hab ich immer gehasst. Ich auch. Aber ein paar feine kleine Aufträge würden uns ganz gut tun. Gehst du Großaufträgen in Zukunft besser aus dem Weg? Ja. Ich mache mich nicht noch einmal abhängig von einem großen Auftraggeber. Leider ist man ja vor einem Konkurs der Kunden nie gefeit. Aber wenn ein Kunde von 10 wegbricht, dann ist das wenigstens irgendwie zu verkraften. Es ist schon nicht fair, dass du deine Arbeitskraft und deinem Material wochenlang in Vorleistung gehen musst. Ja, ist ein Dschungel da draußen. Möchtest du? Schließlich bist du ja auch verantwortlich für deine Angestellten. Mhm. Du solltest die Gespräche führen. Dir würden sie bestimmt die Aufträge geben. Du schaffst das. Ich weiß es. Spiegeleier mit Speck, das gibt Kraft. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was runterkriege. Je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich. Meine Mutter ist zusammengebrochen, weil ich ausziehen will. Ja, aber vorhin waren Sie doch der Meinung, dass sie den entscheidenden Satz gar nicht mehr gehört hat. Ach, ich weiß es nicht. Ich fühle mich nur so verdammt schuldig. Meine Mutter ist alt,
Konrad ist tot und ich sage ihr herzlos, dass ich weg will und dass sie mich nervt. Ja, aber das tut sie doch auch. Ja, aber trotzdem. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, erzählen Sie. Ihre Mutter belagert sie so, weil sie sich langweilt. Sie hat einfach nichts zu tun. Meinen Sie? Ja. Sie war doch immer Hausfrau und es hat ihr nie an etwas gefehlt. Ja, aber sie hat immer jemanden gehabt, um den sie sich kümmern kann. Ihren Vater, dann die Kinder. Ja, sie ist schon immer eine aktive Großmutter gewesen. Eben. Dann kam Konrad, da hatte sie jede Menge zu tun. Und jetzt ist da nichts außer einem Sohn, den sie bemuttern kann. Ja, deswegen fällt man doch nicht in Ohnmacht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja, aber woran lag es dann bitte? Ihrer Mutter ging es in den letzten Tagen nicht besonders gut. Sie hat sich zwischendurch immer mal wieder hingelegt. Und gestern Abend war sie sogar schon um 9 im Bett. Ja, und dann hat sie mir noch erzählt, dass eine ihrer Bridge-Damen ewig mit einem ganz schlimmen Virus rumgedoktert hat. Sie meinen also, ich muss mich gar nicht schuldig fühlen? Genau das meine ich. Aber wenn Sie sicher sein wollen, dann fahren Sie hin und reden mit den Ärzten. Gute Idee. Das werde ich tun. Okay. Danke. Also, Mohnbrötchen. Alles in Ordnung? Es ist nur mein Rücken. Aber das hast du mir ja eingebrockt. Ich? Du hast mich doch als Kindermädchen zu Herrn Pitt vermittelt. Gott, was musst du denn da machen? Mit der Kleinen Verstecken spielen. Macht doch Spaß. In meinem Alter noch unter Sofas zu kriechen. Oh. Naja, wenn ich Glück habe, muss ich der Kleinen nur griechische Lieder vorsingen. So jung und interessiert sich schon für die Kultur anderer Länder. Naja, wenigstens bist du den Stress als Zimmermädchen los. Vom Regen in die Traufe. Ah, ich habe mich übrigens darum gekümmert, dass deine Putzkolonne Verstärkung aus der Zeitarbeitsfirma bekommt. Da werden sich meine Kollegen aber freuen. Mhm. Hallo? Hallo Emma, hier ist Gunther. Gunther, ist was passiert? Keine Sorge, ich rufe nur an, weil ich mich bedanken will. Danke? Wofür? Es war richtig, dass du mich angerufen hast. Und man hat mir erzählt, dass du das Hotel fast alleine in Gang hältst. Naja, Frau Saramakos hilft mir. Ich bin bald wieder da, dann reden wir noch einmal über dein offensichtliches Führungspotenzial. Danke also. Und bis bald. Bis bald. Du glühst ja vor Freude. Was denn passiert? Herr Flinkenschild sagt, ich habe Führungspotenzial. Na wunderbar. Eine neue Sklaventreiberin ist geboren. Hey, was mit deiner Tasche? Kann ich euch bitte sprechen? Wir müssen eigentlich los. Es ist dringend. Aha. Ihr wisst ja selbst, dass die Firma durch den ausgefallenen Großauftrag in der Krise steckt. Mehr als 4 Männer kann ich nicht halten. Es tut mir leid, ich kann euch einfach nicht länger beschäftigen. Und dann hast du dich gegen Ernesto und mich entschieden. Friedhelm hat 4 Kinder. Manfred! Ich weiß, ist am längsten von uns allen dabei. Weiß ich! Hermann, wenn es einen anderen Weg gäbe, würde ich euch nicht kündigen. Ich quäle mich seit Tagen mit dieser Entscheidung. War's das? Dann dürfen wir vielleicht unserer Arbeit wieder nachgehen. Ich dachte, wir sind Freunde.
Nein, nein, mir geht es schon wieder ausgezeichnet. Was sagen denn die Ärzte? Ja, es ist vermutlich der Virus von Clara Overbeck, meiner Freundin. Ich hänge am Tropf, weil ich wohl etwas wenig getrunken habe. Wenn alles nach Plan geht, bin ich morgen wieder da. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie haben das alles nur eingefädelt, damit Sie keine Johannisbeeren pflücken müssen. Lassen Sie sie einfach hängen. Ich werde Juli oder Tanja bitten, dass Sie sie für mich pflücken. Zu spät. Ist schon passiert. Sie sind wirklich tüchtig. Sollte das Gelee schon fertig sein, wenn Sie mich besuchen kommen? Sie kommen doch vorbei. Ja, natürlich. Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ein Glas mitbringen könnten. Okay. Wissen Sie, der Oberarzt ist so reizend, dem würde ich sehr gerne etwas schenken, etwas Persönliches. Ach, Ihr Sohn kommt gerade rein. Wollen Sie den noch mal sprechen? Nein, lassen Sie nur. Ich muss jetzt ruhen. Ich fühle mich noch sehr schwach. Was ist denn plötzlich los? Nichts. Bis später. Ja, bis später. Es geht dir nicht gut. Was? Ich verstehe das nicht. Ich habe die ganze Zeit mit ihr gesprochen und da war sie völlig fidel. Sie wollte mich nicht sehen und ließ mir ausrichten, sie sei zu schwach. Ja, aber es ist nichts Ernstes. Das hat sie mir eben selbst gesagt. Sie hat den Ärzten verboten, mit mir zu sprechen. Sie will ihnen nur ein schlechtes Gewissen machen. Wer will dir ein schlechtes Gewissen machen? Meine Mutter. Na, das ist ja nichts Neues. Ja, aber diesmal ist es anders. Johanna ist seit heute Morgen im Krankenhaus. Aber nur ein kleiner Schwächeanfall. Ah, das wundert mich nicht. Sie war heute Morgen schon ganz blass. Aber wenn sie dir jetzt schon wieder Druck macht, dann kann es ja nichts Schlimmes sein. Ja, anscheinend nicht. Was hältst du davon, wenn ich sie mal im Krankenhaus besuche? Ach, ich glaube, das verzögert nur die Genesung. Zu viel Besuch. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Machen Sie Johannisbeer-Gelee? Ja. Bekommen wir auch ein Glas? Ja, klar. Bitte schön, offiziell zum Einzug. Das ist aber nett. Ist das Salz? Ja, aus Lüneburg. Schön ist es hier geworden, so richtig gemütlich. Ja, ich finde, es sieht immer noch so uneingerichtet aus. Na, hör mal, ich kann das schließlich beurteilen. Bis vor kurzem hat hier noch meine Freundin Nina gewohnt. Sie war fast genauso eingerichtet. Da drüben stand auch ihr Sofa. Und hier hatte sie auch einen runden Tisch. Nein. Ja, allerdings hatte sie kein Klavier. Oh, wer ist denn die hübsche Frau da auf dem Foto? Das ist Maries leibliche Mutter. Und Klaus' erste Frau. Oh. Sie ist seit 10 Jahren tot. Ich habe sie gar nicht kennengelernt. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, so das Foto von der Vorgängerin hier stehen zu haben? Für mich ist das einfach Maries Mutter. Verstehe. Vergiss meine blöde Bemerkung. Warum? Deine Offenheit ist doch gut für die Freundschaft. Ich finde ja auch, man muss offen sein, sonst kann man gleich den Mund halten. Allerdings hat das auch manchmal Nachteile. Und welche? Ich habe damit schon so manchen Traummann in die Flucht geschlagen. Dann waren es wohl nicht die richtigen Traummänner. Und Klaus? Wie geht der so mit deiner Offenheit um? Und gut. Nur mit seiner eigenen, da hat das nicht so. Er frisst alles in sich rein. Typisch Mann eben. Ja, aber über manche Dinge muss man einfach reden. Sonst funktioniert's nicht. Danke, Sie sind jederzeit herzlich bei uns willkommen. Entschuldigen Sie, Herr Rager, haben Sie eine Sekunde Zeit für mich? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Dann sollten Sie mal Ihre Augen benutzen. Ich verstehe gar nicht, wie mir so eine attraktive Frau nur entgehen konnte. Carla Saravakos, Zimmermädchen. Momentan das Kindermädchen von der kleinen Pitt. Oh, gratuliere. Und warum sind Sie so nervös, Frau Saravakos? Ich bin nicht nervös. Ich bin gestresst. Und was kann ich dagegen tun? Herr Pitt möchte heute Abend bei uns essen. Ja, sagen Sie es doch gleich. Hat er einen speziellen Wunsch? Er möchte sich überraschen lassen. Es wäre also schön, wenn Sie sich etwas Gutes einfallen lassen könnten.
Er wäre der Erste, dem es bei mir nicht schmeckt. Das werden wir sehen. Sie übernehmen das also? Mit dem größten Vergnügen. Gut. Oma könnte ja auch anfangen, in einem Vermittlungsbüro zu arbeiten. Was hältst du davon? Johanna Jansen, bei mir sind Sie in den besten Händen. Aber meinst du, Papa zieht wirklich aus dem Haus aus? Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum er wieder zu Oma zurückgezogen ist. Wieso nicht? Ach, ist ja auch egal. Die Hauptsache ist doch, dass er nicht wieder nach Hamburg zieht. Also ich fände schon gut, wenn er im Haus wohnen bleibt. Oma ist schließlich nicht mehr die Jüngste. Einer muss sich um sie kümmern. Aber sie sollte endlich aufhören, Papa zu nerven. Naja, wenn man es genau nimmt, haben wir sie ja erst auf die Idee gebracht. Ich hab's. Vielleicht sollte Oma diese Single-Reise machen. Dann käme sie wieder auf die Beine, würde jemand kennenlernen und wir wären alle Probleme los. Oh nein, hör auf, dann gehen die Probleme erst los. Dann kommt Oma mit einem Schwiegeropa zwischen 30 und 40 zurück. Nee, das ist keine gute Idee. Du spinnst. Hallo. Grübeln Sie über irgendetwas Bestimmtes nach? Ja. Ist es ein Geheimnis? Nein. Die Motivation einiger Mitarbeiter lässt zu wünschen übrig. Bitte? Ich bin einem Skandal auf der Spur. Korruption, Erpressung, alles, was das Herz begehrt. Die Story zur Vergabe der Schankgenehmigung. Genau. Und um so eine Geschichte aufzurollen, braucht man hundertprozentigen Einsatz. Und den bekommen Sie nicht? Sagen wir mal so, es gibt einige, die meinen, die Mühe lohne sich nicht. Und wenn einer mit dieser Haltung anfängt, dann besteht die Gefahr, dass sich das auf andere überträgt. Es geht ganz schnell. Dann sind Ihre Motivationskünste gefragt, Herr Hanstedt. Eine Mannschaft ist immer so gut wie Ihr Chef. Ja, wenn der Chef sich das Team selbst zusammenstellen kann. Aber ich kämpfe in diesem Fall mit Altlasten. Meinen Sie nicht, dass Sie sich das ein bisschen leicht machen? Ich bin Redakteur, kein Animateur. Die Leidenschaft für die Sache muss schon jeder selbst mitbringen. Was schlagen Sie vor? An der Journalistenschule gäbe es genug Absolventen, die für eine Chance alles tun würden. Aber die haben weder Erfahrung noch Kontakte. Das ist nicht das Entscheidende. Was ist denn das Entscheidende? Dass man eine gute Story erkennt und dass man sich dementsprechend da reinhängt. Lennart, ich brauche eine Auflistung aller hochklassigen Weine, die wir im Bestand haben, ja? Jetzt gleich? Wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich sagen gestern. Ja, ich kann hier aber im Moment nicht weg, es ist leider keiner da. Schau, wir haben heute hohen Besuch. Ich gebe dir ausnahmsweise die Erlaubnis, ja? Zahlen bitte. Ja, Moment. Ja, tut mir leid, aber dann könnte ich das Salto genauso gut zumachen. Aber spätestens in einer Stunde ist unser Sommelier im Haus und der übernimmt es gerne. Eben nicht, der ist krank, genau wie der Oberkellner. Ja, wer löst mich ab, wenn meine Schicht sein ist? Tja, so wie ich das sehe, fährst du heute eine Doppelschicht. Aber immerhin kannst du Brad Pitt bedienen. Ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen. Wie auch immer. Ich brauche auf alle Fälle als erstes die Auflistung unserer Weine, verstanden? Ja, schon gut, ich mach das gleich. Sag mal, andere Leute würden sich freuen, bei so einer Gelegenheit unser Haus repräsentieren zu können. Ja, dann bin ich wohl nicht wie andere Leute. Ja, zeig mal ein bisschen Ehrgeiz. Also, was ist jetzt? Ja, kannst auf mich zählen. Ja, dann auf geht's. Kann es sein, dass Sie Ihre Unzufriedenheit mit den Kollegen auf eine spezielle Person konzentrieren? Nicht wirklich. Und was heißt das konkret? Die volle Einsatzbereitschaft vermisse ich im Moment leider generell. Und das ist bei so einer langwierigen Recherche enorm wichtig. Was halten Sie denn von Ihrem neuen Arbeitskollegen? Sie meinen Per Michelsen? Mhm. Keine Ahnung. Da er nicht Vollzeit bei uns arbeitet, hatte ich bisher keine Gelegenheit, ein ausführliches Gespräch mit ihm zu führen. Ich bin überzeugt, dass Sie ihm auch größere Artikel anvertrauen können. Was macht Sie da so sicher? Der Mann hat viel Erfahrung und jede Menge Kontakte. Mein Vater hat immer viel von ihm gehalten. Damals hat Michelsen den sogenannten Müllskandal aufgedeckt. Nie gehört.
Aber dass er ein erfahrener Journalist ist, das steht außer Frage. Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, warum er damals in der Lüneburger Tageszeitung aufgehört hat? Nicht wirklich. Und was heißt das konkret? Ich weiß es einfach nicht. Ich erinnere mich nur, dass mein Vater ihn sehr geschätzt hat. Herr Siemers war ja auch voll des Lobes. Naja, dann hoffen wir mal, dass er mit meinem Führungsstil gut zurechtkommt. Haben Sie etwa Zweifel? Nein. Ich muss los. Und tun Sie mir den Gefallen, lassen Sie sich von den Kollegen nicht verrückt machen. Sie schaffen das. Wenn Sie das sagen. Nein, der Abend war wirklich ganz toll. Bald weiß die ganze Stadt, dass meine Mutter mich verkuppeln will. Und jetzt will sie mich nicht mehr sehen. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert. Sie klang schon wieder ganz munter. Aha. Ach, und die Frau fand sie übrigens ganz großartig. Ja, Papa, war es denn sehr peinlich? Peinlich? Überhaupt nicht. Ich lasse mich gern von meiner Mutter verkuppeln. Und besonders schön ist, wenn sie selbst gleich erst mal mitkommt. Ihr lacht. Stell dich mal vor, ich würde für Tanja einen netten Apotheker aussuchen und zum ersten Rendezvous selbst gleich mitkommen. Na, Tanja? Hm? Vorschlag abgelehnt. Na, allerdings. Ich weiß wirklich nicht, was in eure Großmutter gefahren ist. Sie will einfach, dass du glücklich bist. Papalapap, ihr ist langweilig. Vielleicht hast du ihr gegenüber ja mal ganz beiläufig erwähnt, dass du wieder gerne jemanden hättest? Nein. Aber du hättest gerne wieder jemanden. Also für immer will ich natürlich nicht alleine bleiben. Sie wollte bestimmt nur ein bisschen nachhelfen. Ja, aber dazu muss man doch nicht solche Aktionen starten. Ist doch ein völliger Wahnsinn. Ich glaube, sie hat es jetzt auch begriffen. Sie klang ziemlich einsichtig. Hm. Gib ihr doch noch eine Chance, hm? Aber du wohnst doch gerne hier im Haus. Ja, bis jetzt war es auch sehr angenehm. Guck mal, wahrscheinlich findest du schon morgen deine Traumfrau und dann lachst du sogar über Omas Manöver, hm? In meinem Alter geht das nicht mehr so schnell. Früher ging man in die Disco und war verlobt. Aber heute... Ja, aber es gibt doch auch andere Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Da muss man doch nicht in die Disco gehen. Wehe, eine von euch schlägt mir jetzt eine Single-Reise in einem... Romantik-Hotel vor. Es haben nur 3 Leute aus der Klasse L2+. Oh, ich bin stolz auf dich. Tut mir leid, aber ich musste noch etwas mit unserem Chefredakteur besprechen. Gerade erst angefangen, Frau Verlagschefin. Ich finde solche Gespräche immer schrecklich. Welche? Wenn man seine Angestellten auf etwas Unangenehmes hinweisen muss. Mmh, lecker. Geht es dir eigentlich auch so? Oder bin ich besonders empfindlich? Klaus? Müssen wir bei Tisch unbedingt über unsere Arbeit reden? Es tut mir leid, es ging mir gerade im Kopf rum. Du bist doch immer besonders fürsorglich mit deinen Charlotte, bitte! Was hast du denn? Nichts. Es tut mir leid. Mistfunkloch. Was willst du denn schon wieder? Wann hast du Johanna eigentlich das letzte Mal gesehen? Wieso? Ich glaube, ihr müsstet euch ein bisschen mehr um sie kümmern. Ich bin heute schon früh weg. Ich musste noch ein Angebot fertig machen für den Typen vom Wolters Baumarkt. Ja, komm zum Punkt. Auf jeden Fall ist sie mir im Treppenhaus begegnet. Sie war gerade dabei, einen Koffer die Treppe hochzuzerren und sie war kreidebleich. Ich dachte, sie klappt jeden Moment zusammen. Du willst mir erzählen, was in meiner Familie los ist? Ich wohne im Moment auch mit Johanna unter einem Dach und ich dachte, es ist wichtig, dass du das weißt. Du meinst nicht, dass es reicht, wenn mein Vater sich um seine Mutter kümmert?
Du weißt doch, wie Thomas ist. Manchmal guckt er eben nicht so genau hin. Und außerdem ist er gerade genervt von ihr, weil sie ja versucht, ihm eine Frau zu besorgen. Ja, was ich sehr gut verstehen kann. Sie will ja nur verhindern, dass du wieder ins Spiel kommst. Zwischen Thomas und mir, das ist rein freundschaftlich. Versprochen. Da bin ich ja beruhigt. Und weißt du, was mich noch viel mehr beruhigen würde? Wenn du dich endlich aus unseren Familienangelegenheiten raushalten würdest. Wir kümmern uns schon um Oma. Danke. Schade, dass du das so auffasst. Ich habe mir wirklich einfach nur Sorgen um Johanna gemacht. Das brauchst du nicht. Wir sind ja da. Tanja, Papa und ich. Hallo? Hallo. Warte, ich helfe dir. Ich wollte mal sehen, wie du so klarkommst. Alles in Ordnung. Ich glaube, ich werde mich in der Werkstatt ganz wohlfühlen. Das kann ich mir vorstellen. Hat sich Alexandra eigentlich wieder beruhigt? Ja, der Raum gehört dir. Alexandra muss das akzeptieren. Ich hätte lieber, dass sie mich versteht. Ich kämpfe nicht gern gegen meine eigene Schwester. Was guckst du denn so? Wie gucke ich denn? Und was hältst du von unseren Redakteuren? Ah, da bin ich die falsche Adresse. Frag besser Herrn Hanstedt. Hanstedt ist mit seinem Team unzufrieden. Ach ja? Ja, er wünscht sich junge, unverbrauchte, hungrige Absolventen von der Journalistenschule. Ja, hungrig scheint er selber schon zu sein. Ja, und genau das ist sein Anspruch an sein Team. Er sollte froh sein, dass er ein paar erfahrene Leute mit Kontakten hat. Michelsen zum Beispiel. Ja, aber Michelsen ist kein festes Redaktionsmitglied. Ja, wir können uns ehrlich gesagt auch gar nicht leisten, ihn fest anzustellen. Hat er denn so hohe Gehaltsansprüche? Er ist ein erfahrener Mann. Aber die Frage stellt sich ohnehin nicht. Er will eh nur als Freier weiterarbeiten. Auf jeden Fall kann man froh sein, dass er dabei ist. Das habe ich Hanstedt auch gesagt. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und wenn wir das beide so sehen, sind wir wohl im Recht. Ich bin davon überzeugt, dass wir beide im Recht sind. Danke übrigens, dass du mir gegenüber Alexandra beigestanden hast. Ja, das war doch selbstverständlich. Außerdem gehören dir 45% des Verlages. Nenne mir einen Grund, warum du die Werkstatt nicht nutzen solltest. Auch hier waren wir im Recht. Ich muss dann los. Hm. Also Pagen jetzt auch krank? Nee, aber ich bin's bald, wenn es so weitergeht. Was hat man ihn denn aufgebrummt? Ich durfte Wein besorgen. Der vom Weinkeller ist unserem Chefkoch ja nicht gut genug. Er will sich also in Hollywood einschleimen, ja? Der Typ ist so eitel. Bin mal gespannt, ob er das einhält, was er so großmundig angekündigt hat. Mr. Pitt hat nämlich schon andere Köche gesehen als unseren Herrn selbstbewusst. Meinetwegen soll er ihn ruhig beeindrucken. Vielleicht fährt er ja mit nach Amerika, dann sind wir nämlich los. Keine schlechte Idee. Freut mich, dass Sie auch so denken. Ich kenne solche Typen. Sie denken, jede Frau schlägt vor Begeisterung gerade, wenn sie ihn sehen. Machen Sie das nicht? Ich habe Antikörper gegen so eine Spezies, Mann. Ach, dagegen kann man sich impfen lassen. Leider nein. Sonst wäre ich nicht mit 17 auf so einen Macho reingefallen. Mit 17 hat man halt noch Träume. Ja, mit 18 hatte ich dann meinen Sohn Timo und der Macho-Vater war über alle Berge. Es tut mir leid. Ja, ich muss jetzt weiter. Mr. Pitt wartet auf seine deutschen Architekturzeitschriften. Na dann. Ja, tschüss. Ciao. Schafgarbe hilft bei Magenverstimmungen und Unterleibsschmerzen. Willst du jetzt noch was über aphrodisierende Kräuter wissen? Ein andermal. Aber vielleicht solltest du Papa damit einen Tee brauen, damit er ein bisschen offensiver auf die Frauen zugeht. Ach, bloß das nicht. Hat nur Spaß gemacht.
Hallo. Oh, hallo, Frau Schulze. Und, was macht unser Beifuß? Ach, die ersten Triebe schlagen schon. Ich habe vorhin noch meine Kiste aus dem Gewächshaus geholt zur Untersuchung. Das ist sehr gut. Wie geht's Ihrem Vater? Gut, wieso? Nur so. Kennt er sich auch mit Pflanzen aus? Unser Vater ist Steuerberater, der hat nichts mit Blumen am Hut. Steuerberater? Ist auch ein schöner Beruf. Naja, also wenn man Aktenmappen, Quittungen und die Umsatzsteuer mag, bestimmt. Und Sie sind also Geschwister? Ja, ich gebe Jule gerade ein paar Infos für einen Artikel in der Lüneburger Zeitung. Die Kraft der Kräuter. Eine kleine Reportage über die Kräuter und wie man sie anwenden kann. Und was macht Ihre Mutter? Unsere Mutter leitet eine Pension. In der Schweiz. Unsere Eltern sind getrennt. Oh, das tut mir leid. Ich gehe dann schon mal ins Labor. Ich komme gleich nach. Ja. Kennt Frau Schulze Papa? Ja, die beiden haben sich einmal kurz gesehen. Sie ist ja ganz schön interessiert an ihm, was? Kommst du denn darauf? Naja, immerhin hat sie gefragt, ob er vergeben ist. Also das fehlt mir gerade noch. Sie kommt von sich aus auf ihn zu sprechen, sie fragt, ob er vergeben ist. Also für mich ist das eindeutig. Jetzt mal bitte nicht den Teufel an die Wand, ja? So schlimm? Schlimmer. Hallo. Hallo. Du hast schon Feierabend. Nein, aber manchmal habe ich auch Angestellte, die für mich arbeiten. Mm. Wie praktisch. Obwohl ich dann trotzdem schlechtes Gewissen kriege, wenn ich zu lange wegbleibe. Das kann ich gut verstehen. Aber da ich hier oben eine ganz andere Arbeit mache als meine Angestellten, passiert mir das nicht so leicht. Da haben die ja Glück. Da laufen sie nämlich nicht Gefahr, dass du an ihnen rumnörgelst, wenn sie mal was nicht so machen, wie du es gemacht hättest. Bist du so? Manchmal bin ich schon pedantisch. Obwohl es ja dann auch egal ist, wenn der Kunde zufrieden ist, wer wie den Strauß gemacht hat. Hm? Deine Werkstatt ist schön geworden, seit ich das letzte Mal hier war. Ja, ich freue mich auch drauf, hier endlich zu arbeiten. Irgendwie bist du fast zu beneiden. Auf der einen Seite taffe Verlegerin und auf der anderen Seite kreative Buchbinderin. Und du bist doch auch kreativ. Du hast dein eigenes Geschäft. Mit dem Unterschied, dass ich gerade mal 2 Angestellte unter mir habe und du gleich viel mehr. Mit dem Unterschied, dass mir meine Schwester und Erik helfen. Okay, gewonnen. Man sollte sich sowieso nicht vergleichen. Oh. Die sind schön. Sind das deine Präsentationsmappen? Ja, die wären noch was für dich. Oh, sag bloß, du hast meine grässlichen ollen Dinger gesehen. Die grellen 80er Jahre Farben, die waren ja nicht zu übersehen. Wenn du möchtest, binde ich dir ein paar hübsche Mappen. Umsonst natürlich. Das würdest du tun? Ja, klar. Okay, aber dafür will ich natürlich bezahlen. Das kommt gar nicht in Frage. Du hast mir schon so oft Blumen geschenkt. Ich darf doch meiner Freundin wohl Blumen schenken, oder? Das gilt aber auch für meine Mappen. Hast du denn schon viele Aufträge? Du bist der Erste in dieser Werkstatt. Ja, also, dann musst du mich bezahlen lassen. Das bringt nämlich sonst Unglück. Diese Regelung kenne ich aber gar nicht. Sie stimmt aber. Also, ich wäre gern deine erste zahlende Kundin. Also gut, wenn du darauf bestehst. Und wann erscheint Ihr Kräuterartikel in der Zeitung? Morgen. Das geht aber fix. Ja, deshalb muss ich mich auch anhalten. Ganz schön stressiger Job, was? Naja, wenn mich das Thema interessiert, geht's eigentlich. Ich find's eher spannend, dass man das, was ich heute Abend schreibe, schon morgen lesen kann. Hast du denn schon ein neues Thema? Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht kann ich ein Porträt über Sie machen. Was schwebt Ihnen denn da so vor? Also, ich fänd's zum Beispiel ziemlich spannend, wie Sie Forschung und Ihr Privatleben unter einen Hut kriegen. Jule. Da gibt's nichts unter einen Hut zu bringen. Ich bin Single. Ach, dann sind Sie also eine von denen, die abends alleine vorm Fernseher sitzen und sich massenweise Schokoladeneis reinziehen? Nein, massenweise Vanilleeis. Aber das reicht wohl kaum für einen Artikel aus. Ja, ich werde mal wieder los. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Was sollte das denn? Ich wollte sie ein bisschen ausquetschen. Also ich fand das ziemlich peinlich. Na, wieso denn? Ich bin Journalistin. Außerdem wissen wir jetzt, dass sie Single ist und dass sie Humor hat. Ganz im Gegensatz zu dir, Tanja. Ich finde, sie würde super zu Papa passen. Super. Gut, dass ich Sie noch antreffe. Ist was passiert? Ja, ich hatte gerade einen Anruf vom Gewerbeaufsichtsamt. Aha. Gibt's Ärger? Wie man's nimmt. Das Gewerbeamt hat mich eindrücklich gebeten, unsere Recherchen sofort einzustellen. Das heißt, Sie wollen, dass ich aufhöre?
Es ist das, was Sie von mir denken. Keine Ahnung, sollte ich? Natürlich nicht. Also Sie möchten nicht, dass ich stoppe? Auf keinen Fall! Sie scheinen in ein richtiges Wespennest gestochen zu haben. Freut mich, dass Sie das so sehen. In München gehen die Leute angeblich für diese Schankgenehmigung sogar über Leichen. Sie lesen zu viele Krimis, Herr Simons. Ja, ja. Irgendwas scheint da dran zu sein. Sonst würden sich die hohen Tiere Lüneburgs nicht so aufregen. Ja, das hat mich auch überrascht. Der Typ vom Gewerbeamt meinte allerdings, dass uns eh niemand was verraten würde. Dabei haben Sie auch schon jemanden, oder? Ja, ja. Kann ich mal was vorab lesen? Ich gebe grundsätzlich meine Artikel nicht raus, bevor sie nicht fertig sind. Auch wenn ich Ihnen verspreche, dass ich die Informationen für mich behalte. Tut mir leid. Berufsethos. Na gut. Die paar Tage werde ich ja noch aushalten. Hermann? Hey, Hermann! Ich habe mich bei dir noch gar nicht bedankt wegen der Umzugshilfe. Das brauchst du auch nicht. Willst du nicht mitkommen, was trinken? Klaus kommt bestimmt auch gleich. Du hast vielleicht Nerven. Wieso? Erst kündigt mir dein Mann und jetzt soll ich mit euch beiden Kaffee trinken, als sei nichts gewesen. Klaus hat dir gekündigt? Heute. Mein Gott, das wusste ich nicht. Ja, dann hat es uns wohl beide ganz schön überrascht. Nichts für ungut, ich muss jetzt gehen. Hast du das Fleisch verkohlt? Witzig, ganz, ganz witzig. Unserem Gast scheint es zu gefallen. Was ist das denn? Die Cola für Brad. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wieso, wenn er die bestellt? Ja, ohne Wein fehlt dem Fleisch die Note. Anscheinend hat er das Problem auf seine Weise gelöst. Der Ketchup scheint ihm jedenfalls zu munden. Eins für Jule und Kocho. Eins für Tanja und Emma. Eins für Miriam und Thomas. Und eins könnte ich Frau Becker noch schenken. Dann bleiben zwei für Johanna und mich. Hallo? Jansen. Johanna? Guten Abend, hier ist Melanie. Ich hoffe, Sie schlafen noch nicht. Guten Abend, Melanie. Nein, ich bin noch putzmunter. Ich war eben im Aufenthaltsraum. Stellen Sie sich vor, eine reizende Dame sprach mich an. Sie hat mich erkannt. Sie wollte alles wissen über Konrads und meine Schatzsuche. Das Löwenzepter, Sie wissen schon. Und es macht Ihnen Spaß, das zu erzählen, nicht? Das will ich meinen. Die Dame war so eine reizende Zuhörerin. Und was haben Sie gemacht den ganzen Tag? Oh, ich habe Gelee gekocht. Ich bringe Ihnen morgen ein Glas für Ihren Schwarm vorbei. Okay? Ich bitte Sie, Melanie, das ist doch rein dienstlich. Ja, da bin ich ja beruhigt. Ich wollte mich auch nur mal gemeldet haben. Also, schlafen Sie gut, Johanna. Schlafen Sie auch gut. Gute Nacht, meine Liebe, und noch vielen Dank. Gute Nacht. Musik.
Geschichte mit den Schankgenehmigungen könnte einschlagen wie eine Bombe. Lockt das auch Anzeigenkunden oder schreckt es sie eher ab? Na, vermutlich werden wir den einen oder anderen verlieren. Aber langfristig gesehen ist es gut, dass die Zeitung im Gespräch ist. Schön. Ich habe auch eine gute Nachricht. Mhm. Unser Bildband von Peter McQueen ist sehr gut besprochen worden. Du hast einen Riecher für Qualität. Besonders, wenn es um junge Fotografen geht. Höre ich da einen Hauch von Eifersucht? Ja, man könnte sich schon fragen, warum wir immer mehr junge Fotografen verlegen. Weil ich es als meine Aufgabe sehe, neue Künstler zu entdecken und ihnen eine Chance zu geben. Das machst du hervorragend. Das ist aber immer noch keine Antwort auf meine Frage. Ob ich eifersüchtig bin? Nein, ich vertraue dir. Und so brauche ich auch einen Fotografen. Wenn ich dich haben kann. Unser Chefkoch schon wieder. Waren Sie mit dem Yorkshire Pudding zufrieden? Er war köstlich. Sehr schön. Ein sinnliches Vergnügen. Kann ich Ihnen noch ein weiteres sinnliches Vergnügen bereiten? Also ich möchte nichts mehr. Danke. Und die Dame? Ich habe alles, was ich brauche. Aber bei Gelegenheit komme ich auf Ihr Angebot zurück. Jederzeit gerne. Ein wirklich zuvorkommender Typ. Was riecht denn hier so lecker? Risotto mit Steinpilzen. Ich habe genügend gekocht. Wenn du willst, kannst du mitessen. Ach, danke, das ist ja lieb. Bist du denn überhaupt schon so früh hier? Nö. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Naja, also die letzten Tage hast du immer bis spät nachts gearbeitet. Ja, aber das ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt Verstärkung aus der Zeitarbeitsfirma. Und wer das organisiert? Ich. Bravo, Emma. Jetzt muss Schmidt nur noch die Stundenzettel unterschreiben. Aber das wird er ja wohl hinkriegen. Oh. Immerhin hat mich Gunther für meinen Einsatz gelobt. Komisch, aber irgendwie macht mir Delegieren Spaß. Naja, solange du das nur in der Arbeit machst, soll es mir recht sein. Ich mache heute keinen Handschlag mehr. Gibt's was Neues von Brad? Wer du fragst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich habe heute mal kurz darüber nachgedacht, ob ich nicht ganz zufällig bei dir im Hotel vorbeikomme, um mal einen Blick auf ihn zu werfen. Oh, Mann! Was denn? Ich habe die Autogrammkarte für dich vergessen. Du hast mir ein Autogramm von Brad besorgt? Ja. For Tanya with love. Oh, wie süß ist das denn? Und es war dir gar nicht unangenehm, ihn anzusprechen? Ach, da stehe ich doch drüber als zukünftige Hoteldirektorin. Hast du eigentlich endgültig deine Bewerbung losgeschickt? Ja, hab ich. Dann drücke ich dir die Daumen. Auch wenn ich dich schrecklich vermissen werde. Ach, ist doch noch nichts entschieden. Heute Abend ist mir sowieso alles egal. Der Empfang von drei Königen. Emma Olsen. Was? Wo ist denn Herr Schmidt? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich komme. Sag bloß, du hast jetzt doch keinen Feierabend. Ach, frag nicht. Dieser Interimsdirektor ist eine totale Pfeife, echt. Das ist dann wohl der Vorgeschmack auf deine Karriere als zukünftige Hoteldirektorin, hm? Sehr witzig. Ich heb dir was vom Risotto auf. Danke. Sie sind ganz schön dreist. Wenn sich der Einsatz lohnt. Lassen Sie sich nicht einfallen, mich nochmal anzumachen, wenn mein Mann dabei ist. Ich dachte, diese Ménage à trois reizt dich. Das war die Antwort, die ich erwartet hatte. Lust auf mehr?
ich aber nicht. Ich habe vorhin Hermann getroffen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du ihm gekündigt hast? Ich stand da vor ihm, völlig ahnungslos. Das war mir vielleicht peinlich. Es tut mir leid. Ich habe noch keine Gelegenheit gefunden. Ach, und vorhin beim Essen? Ich kann doch nicht vor Marie. Benutzt du jetzt schon deine Tochter als Ausrede? Früher hast du dich doch auch nicht für meine Firmenangelegenheiten interessiert. Das ist doch nicht das Gleiche! Hier geht es um uns! Um unsere Beziehung! Vertraust du mir denn nicht mehr, Klaus? Warum denn nicht? Ich hab gedacht, du hast es kapiert und jetzt hast du mir schon wieder nichts gesagt! Ich bin, wie ich bin! Ich kann's auch nicht ändern! Dann kann ich nicht mehr mit dir zusammen sein. In Zürich hat ein neues Fünf-Sterne-Hotel aufgemacht und die haben mich jetzt zum Vorstellungsgespräch eingeladen und zahlen mir den Flug. Das ist der Wahnsinn. Ja, das sind 6 am Lotto. Mit Zusatzzahl. Einmal, freue mich so für dich, du. Der Streit war nicht normal. Ja, sie war ziemlich sauer, das stimmt. Was hast du denn gemacht? Warum ist sie denn so sauer auf dich? Ach, das kriegen wir schon wieder hin. Ich habe Miriam nach Tommys Tod noch mal eine Chance gegeben. Aber das werde ich nicht noch mal tun. Haben Sie beide noch nie einen Fehler gemacht?